Okay, was, dass du musst? Okay. Hallo, grüß euch. Warte, noch nicht. Noch zurück. Okay, nochmal. Hallo, grüß euch. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch halt einfach wieder mal einen Einblick ins Studio, Studio-Update, Frühling 2018 und möchte euch einfach zeigen, was sie bei uns so da hat. Warte, du hast so klein ausgeschaut. Ich bin nicht größer. Jetzt? Aber ich habe schon so viel geredet, okay. Hallo, grüß euch. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch heute mal wieder einen Einblick ins Studio. Wir haben jetzt Frühling 2018 und ich möchte euch einfach ein bisschen zeigen, was sie so bei uns da hat. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon einen direkten Studio-Einblick gegeben haben. Ich zumindest nicht, der Andi glaube ich schon. Er nickt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, zeige ich jetzt, was sie so tut. Also, jetzt sind wir gerade im Eingangsbereich. Das ist unsere Türe. Und da kommt man dann gleich in einen großen Raum rein, das ist auch schon der Kundenbereich. Hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Sitzecke, wo wir einfach Besprechungen haben, zum Beispiel mit Hochzeitspaaren, wenn sie uns kennenlernen wollen, oder Fotoalben anschauen. Oder wenn ich Fotoshootings habe, sitzen da gerne mal die Kunden, die Mütter da und stillen da die Babys. Das ist einfach so der Eingangsbereich. Garderobe haben wir mittlerweile da, die haben wir damals ein bisschen eher in der Richtung gehabt, haben ein bisschen umgestellt. Ja. In diese Bereiche schauen wir, dass es immer sauber ist, im Gegensatz zu diesem Raum hier. Das ist einfach unser drittes Büro. Das ist momentan, wird nicht genützt, außer von mir. Und ich lagere da einfach ein paar Sachen. Das ist immer so ein bisschen Saustall. Genau. Einfach mal ein bisschen Einblick. Also das war früher Küche und der Andi hat da echt viel Arbeit reingesteckt. Wir haben lauter Fliesen an der Wand gehabt. Es war nicht schön und da ist wirklich viel, haben wir viel Arbeit reingesteckt. Hier haben wir unsere Mini-Küche, war wahrscheinlich als Abstellraum geplant. Also wir sind in dem Studio eingemietet und da haben wir einfach so eine kleine Teeküche hergemacht. Das ist wirklich super praktisch, weil wie lange sind wir jetzt da? Dreivierteljahr circa. Andi nicht, genau. Und vorher waren wir ganz in der Nähe, nur 200 Meter entfernt. Und das war ein großer Raum und ein Büroraum. Und das ist einfach alles so auf einem Platz gepickt. Und uns war es wichtig, mir war es wichtig, dass es zwei Büros gibt, dass Andi und die getrennt sind. Oh ja. Oh ja. Ja, weil wir ticken beide sehr verschieden, haben beide sehr verschiedene Anliegen und wie wir es halt brauchen. Andi braucht es oft laut und mit Musik und redet sehr viel mit. Okay, wir gehen weiter. Und ich brauche es oft ganz ruhig, ganz ruhig. Und natürlich brauche ich einfach einen Raum, wo ich alles wegräume, damit es im Kundenbereich sauber und zusammengeräumt ist. So, genau, dann gehen wir da weiter. Ja, Bilder habe ich nicht sehr viel im Studio aufgehängt, da habe ich einfach ein paar Babys, die man sich anschauen kann. Und hinter euch, also in dem großen Raum, habt ihr eh schon gesehen, sind ein paar Hochzeitsbilder. Mir ist immer wichtig, dass alles sehr clean zusammengeräumt ist, weil ich das einfach schön finde und weil man sonst als Kunde einfach überfordert ist, glaube ich, wenn man überall was stehen sieht. Und ja, mir gefällt es einfach so besser. Dann geht es da, wenn die Kunden ankommen, können sie sich im Bad frisch machen. Das Bad ist auch sehr speziell, sehr groß. Keine Ahnung, wer diese Wohnung, ursprünglich war es eine Wohnung, geplant hat. Und da habe ich mir dann überlegt, was könnte man da machen. Da ist eben der Make-up-Bereich, den haben wir jetzt ein bisschen überarbeitet, weil ich habe jetzt sogar einen Visagistenkurs gemacht. Deswegen lege ich jetzt mehr Wert auf diesen Bereich. Ich möchte aber selber nicht vorläufig momentan die Kunden schminken, das wäre für einen Notfall. Genau. Ich lade gerne immer noch professionelle Visagisten zusätzlich dazu ein, weil ich immer denke, die haben einfach mehr Übung, mehr Erfahrung, aber im Notfall könnte ich das auch machen. Genau, dann steht da nur Gutschein, dass ihr einfach mal seht, wie schaut so ein Gutschein bei mir aus. Natürlich nur der Flyer und nicht die ganze Vase. Was mir immer wichtig ist bei der Einrichtung, dass zwar schön ist, aber auch sehr preiswert. Und deswegen war das wieder ein bisschen so ein Sparprogramm zum Freuden vom Andi. Wenn man so im Ganzen, glaube ich, schaut das sehr schön aus. Wenn man da aber jetzt näher herkommt, dann sieht man, dass das eigentlich nur so Spannplatten waren, die wir mit einer Folie überklebt haben.
einfach weil ich sparen wollte. Dafür war es immer zu viel Arbeit und schaut im Detail jetzt dann wieder nicht ganz so fein aus. Genau dasselbe Problem war dann auch beim Spiegel. Der war einer von den günstigeren und ich habe ihn dann silber lackiert, habe den Fehler gemacht, dass ich Klebestreifen auf den Spiegel geklebt habe und den Kleber bis heute noch kämpft, dass ich ihn runterkriege, beziehungsweise habe ich es erst zweimal probiert, aber genau. Dasselbe bei dieser Lampe hier. Ja, was machst du mit so einem großen Raum? Habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal eine fette Skulptur da rein, weil warum nicht? Abgestaubt hat es auch noch keiner in dem Dreivierteljahr. Ist halt ein bisschen unpraktisch, aber sonst ganz schön. Und der Teppich war das günstigere von dem, also der ist einfach von Amazon einer von den günstiger gewesen. Ich finde, er fügt sich aber da voll super rein und macht das Ganze auch sehr gemütlich da im Bad. Genau, und der ist echt und ich bin echt begeistert, den haben wir jetzt schon eineinhalb Jahre. Wie heißt das nochmal? Bonsai-Baum. Bonsai-Baum. Und der hält sich da super, weil wir haben da andere Pflanzen auch herin gehabt, eine Palme. Und ich glaube, der war da zu finster, die ist. Haben wir die noch da drin? Ich glaube schon irgendwo. Genau, schauen wir mal. Ah ja, kurz nur vielleicht, wenn wir aufs stille Häuschen muss, das ist da um die Ecke in diesem großen Raum. Ja, haben wir bis heute keine Wand einzogen, da wollte man dann einfach. War nicht nötig. Also wir glauben halt, dass es nicht nötig ist. Und da geht es in unser Abstellkammer. Das ist wieder so ein Nicht-Kundenbereich. Kommst du? Genau. Das will ich jetzt sagen. Da ist einfach immer das pure Chaos. Und da ist auch unsere Palme, die tot ist. Die ist tot, ja. Genau. Ja. Machen wir lieber wieder zu. Aber habt ihr mal gesehen, dahinter herrscht das Chaos. Okay. Okay, also das war jetzt unser Badezimmer. Dann geht es wieder raus in den großen Bereich, Kundenbereich. Und das ist hier unser Fotoshooting-Raum. Hier haben wir einfach super viel Tageslicht. Jetzt hinter euch, hinter der Kamera, das seht ihr gerade nicht. Genau. Mit Rain. Also ich kann hier sowohl mit viel Tageslicht arbeiten, als auch mit Studioblitzen und ich mache sowohl beides. Es kommt immer auf die Art des Fotoshootings drauf an. Babybauch verwende ich gerne beides und es kommt auch immer auf die Kundenwünsche drauf an. Da stelle ich mich vorher auf euch drauf ein, was so gewünscht ist. Mehr natürliche Bilder kriegt man natürlich mit natürlichen Lichtern. Natürlich. Dann war bei diesem Studio witzigerweise auch ein Kamin dabei. Den nutzen wir jetzt im Sommer gar nicht. Aber zuerst haben wir sich gedacht, ja, ist nett, brauchen wir aber nicht. Im Winter haben wir dann doch sehr oft eingeheizt und schätzen gelernt. Dann, das ist meine Kamera. Scherz, das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Und die steht jetzt hier. Genau. Da sind ein paar so Babybändchen, Kopfbändchen. Und das andere Babyzeug habe ich in meinem Büro. Einfach weil ich nicht mag, dass so viel rumsteht. So. Dann. Achtung, du fällst gleich runter. Yeah. Okay. Mhm. Gut. Und bevor wir in mein Büro gehen, schauen wir nur, was in dem Büro ist. Ich teile mein Studio nämlich mit meinem Freund, nicht Mann. Und. Und der hat eben da sein Bürozimmer, er hat das größere Büro gekriegt, weil ich hab den Raum gekriegt. Naja, warum hast du das größere Büro gekriegt? Weil ich mehr arbeite wie du. Weil du mehr, ja stimmt, du arbeitest mehr als ich. Genau, das ist sein Büro. Wir haben bewusst jetzt alles so lassen, wie es ist, oder ich wollte das halt so, dass ihr einfach mal seht, gut, da ist auch nicht immer überall zusammengekramt. Wobei, heute ist zusammengekramt bei dir, kann man sagen, gell? So schaut es immer aus. Mhm, super. Genau, da dreht er seine Videos. Manchen von euch sind sicher diese Szenen hierin bekannt. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir weiter. Ach so. Genau. Und dann gehen wir in mein Büro. Und das ist eigentlich auch so gut wie nie aufgeräumt. Wenn du mal reinkommst, dann schaut es da herin so aus. Es ist sehr vollgekramt. Geht's denn? Ja. Sehr vollgekramt, da habe ich ein Beanbag stehen, da habe ich nur ein Beanbag stehen. Da habe ich ganz viele Babysachen, die jetzt nicht so schön geschlichtet sind. Das mache ich dann immer, wenn ich ein Fotoshooting habe. Bereite das natürlich sehr schön vor. Wickelablage. Aber da schaut es echt mehr aus wie bei mir. Ja. Und dann
Ja, du kannst zurück reinkommen. Arbeite gerade an einer Hochzeit von letzter Woche. Genau. Und da drüben haben wir unsere Produkte, die wir auf Amazon verkaufen. Gestartet haben wir mit diesen zwei Produkten. Der To-Do-Blog läuft leider überhaupt nicht wirklich gut. Hingegen dieses Notizbuch wird wirklich, wirklich oft gekauft. Das ist schon sehr cool. Und ganz neu haben wir jetzt da dieses Home Sweet Home Poster dazu. Und natürlich alles in Gold, weil ich liebe Gold, wie man da herin erkennen kann. So. Okay. Dann gehen wir weiter. Wenn ihr irgendwie wissen wollt, woher was ist, wo wir was gekauft haben, dann schreibt es einfach dazu. Du bist so nahe, oder? Egal, Achtung, Leiter hinter dir. Genau, die Leiter. Also jeder, der bei mir schon Fotoshooting gehabt hat, weiß, dass das ganz wichtig ist für mich. Einfach, dass wir da auf Augenhöhe sind. Okay, und jetzt, wir haben ja Frühling, Sommer und jetzt können wir endlich auch unseren riesen Balkon nutzen, der genauso wie der Kamin war, wo man sich gedacht hat, ja, ist nett, aber brauchen wir nicht. Und zwar ist das jetzt da draußen. Genau. Geht's mit der Helligkeit? Sonst tun wir noch still. Und da haben wir jetzt einfach das ein bisschen netter hergerichtet. Genau. Eigentlich mit sehr vielen Sachen, die wir schon gehabt haben. Möbel aus dem Garten meiner Eltern. Und ich muss gestehen, es sind nicht alles echte Pflanzen. Die Palme ist echt. Dieses Ding da ist echt, aber das ist zum Beispiel nicht echt, weil das muss ich umständlich finden, das zu gießen. Genau. Ja, und dann haben wir nur einen Studiogarten mit dabei. Vielleicht magst du da mal runterfilmen. Genau, da unten sieht man einfach so einen kleinen Teich. Das sind ja die Parkplätze. Natürlich kostenlos bei unserem Studio für die Kunden. Und in dem Teich haben wir jetzt immer zwar ein Entenpärchen. Das ist immer ganz süß eigentlich. Und ich nutze den Garten auch irrsinnig gerne für Fotoshootings. Einfach, wenn man nur spontan, gerade wenn man Kleinkinder mit dabei hat, wenn jetzt gewünscht wird, dass im Fotostudio fotografiert wird. Und draußen, da muss man da nicht weit gehen und kann draußen im Garten echt wunderschöne natürliche Fotos zusätzlich mit dazu machen. Genau, da am Schild sieht man jetzt mein Logo, mich und das von meinem Freund, was der so macht. Das ist eigentlich so der Zugang von der Hinterseite des Hauses. Man kann auch von vorne zugehen. Ich finde es aber immer besser von hinten, weil da sind direkt unsere Parkplätze. Und ja, das ist halt unser Garten, der einfach so dabei war, wo man sich gedacht hat, ja, auch schön. Können wir sie mal im Sommer raussitzen. Nur irgendwie ist es mittlerweile so, dass wir es zu Hause nur viel schöner haben. Und jedes Mal, wenn wir dann fertig mit der Arbeit sind oder frei haben, fahren wir lieber gleich heim in unseren eigenen Garten und genießen den. Und dort sieht man auch schon den Enterich, oder wie sagt man, Enten, männliche Ente. So, genau, das ist unsere männliche Ente. Keine Ahnung, wie das heißt, Enterich. Hallo. Irgendwie ist eine Frau ist gerade. Ah nein, das ist die Frau. Das ist die Frau. Ja, also wir genießen das hier total. Wir sind jetzt in einem Dreivierteljahr da. Vorher waren wir eher in einem loftartigen Studio. Das war auch schön, aber es war einfach zu klein, es war zu wenig Tageslicht. Und hier haben wir einfach mehr Räume, mehr Möglichkeiten und können unsere Ideen viel besser ausleben und sind einfach total glücklich hier. Ja, weil es immer füttert. Also normal sind es voll zutraulich. Und ich hoffe, dass Babys grillen. Oh, jetzt mag er nicht mehr. Nee, sag, dass wir nichts haben. Okay. Okay, dann.